vorliegenden Beweise belegen eindeutig, dass Baron von Tepp von ihrem Mann schwer misshandelt wurde. Misshandelt? Das ist vollkommen übertrieben. Das war Notwehr. Eduard von Tepp hat mehrmals versucht, meinen Mann umzubringen. Ludwig kann mir nicht mehr gefährlich werden. Ich weiß jetzt, warum er 15 Jahre im Knast gesessen hat. Er ist ein verurteilter Mörder. Ich habe doch die Beweise. Ein schriftliches Geständnis. Vielleicht ist das eine Fälschung. Mach dir keine Hoffnung. Das sind die originalen Prozessunterlagen. Du kannst Ludwig doch nicht erpressen. Das liegt ganz allein an ihm, die Unterlagen. Das kannst du doch nicht machen, nach allem, was er durchgemacht hat. Entschuldige mal, was bitte meinst du denn damit? Er war 15 Jahre im Gefängnis. Meinst du nicht, das reicht? Wie gesagt, es liegt ganz allein an ihm und jetzt gib mir die Unterlagen. Und was ist mit seinen Kindern? Sie waren so glücklich, dass sie ihren Vater wiederhaben. Willst du ihnen das alles kaputt machen? Die Unterlagen, verdammt nochmal. Ich verstehe dich nicht, Ansgar. Ludwig hat sich so für uns eingesetzt. Für uns eingesetzt? Er wollte uns abspeisen, damit wir die Füße ruhig halten. Aber nicht mit mir. Was wird das? Wir richten dieses Ding in Erdrotationsrichtung aus. Und? Noch ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Ja. Hast du dir eigentlich mal überlegt, was du mit diesen unglaublich schönen Sesseln machen willst? Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Ja. Gut, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Bin ich froh, dass ihr das Teil noch aufgetrieben habt. Sorry, Leute, aber es gibt ein Problem. Oh nein, was denn jetzt? Ich muss weg. Du musst was? Mein Tutorium. Ich hab's total verpennt. Sorry. Hast du eine Ahnung, was wir hier noch alles machen müssen? Das schaffen wir nicht allein, Miriam. Das kriegen wir schon hin. Klar kriegen wir das irgendwie hin. Irgendwie geht's immer, aber das reicht diesmal nicht. Das muss alles perfekt werden. Oh, ich... Wüsste da jemanden, der geradezu darauf brennt, uns mit der Deko zu helfen? Meint ihr, nein. Nein. Also, das könnt ihr vergessen. Hey, ich bin total schlecht in solchen Sachen. Denk nur an mein totales Fall im Schneiders. Du musst ja nicht kellnern. Ja, aber ich. Komm schon. Also, kreativer als wir beide bist du allemal. Das ist ja auch kein Kunststück, aber das heißt. Rebecca, ja auch... bitte. Also gut. Danke. Trotzdem, hoffentlich kriegen wir das alles gebacken bis heute Abend. Ach, mit uns beiden als Dreamteam kein Problem. Ja. Ja, ich melde mich, sobald ich was dazu sagen kann. Danke Ihnen auch. Auf Wiederhören. Kinderheim. Und? Jetzt sag schon. Lecker. Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Es fehlt an allen Ecken und Enden. Ich dachte, das Dach haben Sie repariert. Ja, aber ein neues Dach ist halt leider nicht alles. Es fehlt an Freizeitangeboten. Und Sie haben zu wenig Betreuer. Weil Sie kein Geld mehr haben. Jetzt hast du ein schlechtes Gewissen. Naja, ich bin ja immerhin die Schirmherrin. Eine Schirmherrin, die selber keinen Pfennig in der Tasche hat. Ja, aber ich meine, guck mal, ich triff keine Schuld. Schuld, die trifft ganz allein... Eduard. Was? Wenn mir das hier jemand vor ein paar Jahren prophezeit hätte. Versuch's nicht ganz so schwer zu nehmen. Hm? Was war das denn? Soundcheck nehme ich an. Es hört sich eher so an, als wäre der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Ich schaue besser mal nach, oder? Ja, unbedingt. Und die Nudeln? Ja, ich kümmere mich drum. Okay. Nee. Platzt ja gleich von euch hier. Okay, bis später.
Maria. Ludwig, hallo. Kommst du mit Essen? Nein, du, ich habe heute überhaupt keinen Appetit. Tut mir leid, dass du vor aller Welt zugeben musstest, nicht Francesca zu sein. Naja, immerhin muss ich nicht vor Gericht. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte... Schon gut. Ich bin froh, dass dieses Versteckspiel endlich ein Ende hat. Du glaubst gar nicht, wie schrecklich das ist, seine eigene Familie so zu belügen. Jetzt kannst du wieder ganz neu anfangen. Und wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann lass es mich wissen. Das ist lieb von dir. Danke. Aber ich komme zurecht. Ach, Ludwig. Ja? Ist schon gut. Ist nicht so wichtig. Maria, wenn du irgendetwas auf dem Herzen hast, du weißt, ich bin immer für dich da. Ja, die Unterlagen, die Sie mir haben zukommen lassen. Ja, richtig, das wäre meine nächste Frage gewesen. Moment, warum sollte es denn ein Problem sein, den Prozess in Deutschland nochmal aufzurollen? Ja, ja, richtig, natürlich. Klar, mal abgesehen von der Rufschädigung, die so ein Mord mit sich bringt. Ich melde mich bei Ihnen, danke. Kannst du nicht anklopfen? Die Tür war angelehnt. Hast du nicht gehört, dass ich telefoniert habe? Nee, sonst wäre ich ja nicht einfach reingestolpert. Kommst du mit Essen? Kannst du mir mal den roten Pannesand anreichen? Rot? Hier ist nichts Rotes. Was? Oh, den haben wir im Laden liegen lassen. Mist. Ich brauche noch mal ein paar Euro für Stoff. Klar. Ja. Super. Kannst du gleich fahren, dann mache ich hier weiter. Na klar. Super. Olli, ich sehe, du hast deinen Streichel so voll im Griff. Habe ich doch versprochen. Wir schaffen das auch ohne dich. Dann kann ich jetzt in Ruhe Mittagessen gehen, ne? Sowas von. Alles klar. Viel Spaß euch noch. Guten. Hey, das sieht super aus. Geht schon. Wolltest du nicht noch den Wodka abholen? Ach ja, stimmt. Sieht echt schon super aus. Und wie ist die Lage? Ich hoffe, Olli hat sich ja nicht übernommen. Eduard lässt dich nicht los. Hm? Wundert dich das? Stell dir mal vor, einer deiner Freunde würde auf einmal so durchdrehen. Naja, ich hoffe, er war ein bisschen mehr für dich als nur ein Freund. Wenn er vielleicht doch nicht die große Liebe war. Vielleicht? Ganz bestimmt sein. Ich habe, wir standen uns eben einmal sehr nah. Naja, man kann sich im Menschen täuschen. Nein, so war er früher nicht. So ist er erst geworden, als ich ihn verlassen habe. Aber dich trifft da keine Schuld. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht so sicher. Luise. Er hat kein Recht, dir das Leben zur Hölle zu machen. Nur weil du ihn mal verletzt hast. Und dass er jetzt im Knast sitzt, ist allein seine Schuld. Und wir sollten dieses Thema endlich mal abhaken und nach vorne schauen und unser Leben genießen. Ja. Du hast recht. Komm, Nudeln werden kalt. Ohne euch hätte ich das nie im Leben geschafft. Vielen Dank. Ja, wir sind doch Freunde da. Ich habe Christian so angemacht, weil er die Turntables zerdeppert hat. Ach, du standest halt tierisch unter Strom. Ich glaube nicht, dass Christian dir das übel genommen hat. Christian kann zwar manchmal ein ziemlich sturer Bock sein, aber wenn es drauf ankommt, dann kann ich mich echt blind auf ihn verlassen. Das freut mich. Okay, wir haben nicht immer denselben Geschmack, aber darauf kommt es ja auch gar nicht an, im Gegenteil. Das klingt vielleicht kitschig, aber das mit uns, das ist echt was Besonderes. Das passt schon irre gut. Und dabei sieht er noch richtig gut aus, findest du nicht? Schon. Ihr werdet nicht glauben, was die für so ein paar Pullen Wodka haben wollen. Ja.
Hallo. Hallo. Du kannst dich wirklich nicht mehr daran erinnern? Nein, kann ich nicht. Du warst, glaube ich, 3 oder 4 oder 5. 5 Jahre alt. Und deine Brüder haben dich vorgeschickt, um zu testen, ob das Eis hält. Was es natürlich nicht getan hat. Natürlich nicht. Oh. Naja, sie haben dich dann netterweise wieder aus dem Wasser gefischt. Aber deine Mutter war vielleicht außer sich. Oh. Die hatte natürlich Angst, dass du dir eine Lungenentzündung holst. Ja, kann ich mir vorstellen. Dann haben wir uns an den Kamin gesetzt, so wie jetzt, und haben uns getrocknet. Und weiter? Fand ich nichts weiter. Du hast dich an mich rangekuschelt und bist eingeschlafen. Schlaf jetzt ja nicht ein. Ach, was habe ich mir so einen Kamin in Patagonien gewünscht? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich hab da vielleicht gefroren. Und dieser ewige, eisige Wind. Wow. 15 Jahre für nichts und wieder nichts. Tja. Möchte noch jemand einen Tee von euch? Ja. Musst du mich so erschrecken? Sag bloß, die Ludwig-Kinder haben sich mal wieder im Kaminzimmer breit gemacht. Setz dich zu ihnen. Vielleicht können sie dir ein bisschen Familiensinn beibringen. Ich denke, dagegen bin ich immun. Keine Sonderfunktion, keine Sonderfunktion. Ja, wissen Sie was? Auf Wiederhören. Diese verdammten Paragraphenreiter. So kein Glück gehabt? Keine Sicherheit, kein Kredit. Aber ich habe hier ein paar Schätzchen im Keller gefunden. Da ist bestimmt was fürs Waisenhaus dabei. Ich meine, du und Christian, was habt ihr denn als Kinder gemacht? Ihr hattet doch auch nicht viel Geld, oder? Geld? Wir waren draußen. Wir haben Fußball gespielt, haben uns geprügelt, haben Frösche gefangen. Du und Christian? Ja, Christian und ich. Und wenn ich ihn mal nicht verprügelt habe, musste ich immer auf ihn aufpassen. Hat dich das genervt? Ja. Aber ich schon. Naja. Oh, kaputt. Ja, und dann gab's noch diesen Typen aus der Nachbarschaft. Der war ein bisschen älter als ich, so eine Art großer Bruder. Wolfgang. Der war ziemlich cool. Guck mal hier, mein erster Hubschrauber. Du musst unbedingt behalten. Ja. Ach, und hier, Christians Aufpasserhund. Der musste immer mit. Ja, nichts übersehen. Jedenfalls dieser Wolfgang. Der hat immer wieder was mit uns und den Jungs aus der Nachbarschaft gemacht. Hm? Einmal waren wir im Technikmuseum. Das war ganz schön beeindruckend. Ja. Ich hab's. Dreh dich nicht vom Fleck. Bin gleich wieder da. Was denn? Seid ihr jetzt irgendwann mal fertig? Ich habe eigentlich gar keine Zeit für solche Spirenz hier. Dann schlage ich vor, du beeilst dich. Umso eher wir hier fertig sind, umso eher kannst du wieder ins No Limits. Schon, ist jetzt egal. Ja, die Zeit läuft jetzt. Ja? Ja. Hättest du auch echt jemand anders vernehmen können. Ja. Richtig. Action! Ich setz mich dann in. Komm, du fängst an. Einzelporträt. Ich kann eigentlich keinen Fußball spielen. Weißt du aber, wem du ähnlich siehst? Schlecht. Du musst nicht jetzt hier. Komm aus dem Busch raus. Da okay, ich komme. Das kann doch nicht wahr sein!
Ansgar, was ist passiert? Es ist weg. Das Geständnis, ich hab's hier in diese Schublade eingeschlossen und jetzt ist es weg. Wie blöd, natürlich. Der Kerl hat jahrelang im Knast gesessen. Für so einen ist es doch ein leichtes, so eine Schublade aufzubrechen. Er? Ludwig, ich hab vorhin mit dem Privatdetektiv telefoniert und dann kam er plötzlich rein. Er muss gesehen haben, wie ich das Geständnis hier eingeschlossen habe. Du meinst, er hat es geklaut? Ach Gott, nochmal, wer denn sonst? Wahrscheinlich hat er das Telefonat mitbekommen. So ein verdammter Mistkerl! Ansgar, bitte! Was denn? Aber wenn der denkt, dass er mich so leicht los wird, dann hat er sich geschnitten. Ich weiß genau, wo ich suchen muss. Hier dein Stoff. Super Song, oder? Fertig. Was sagt ihr? Ja. Spitzenidee. Ja, es ist jetzt nur ein grober Entwurf. Ach, ich bin mir sicher, dass auch der schon ziemlich gut ankommt. Wo willst du das Ding überall aufhängen? Ja, jetzt eins nach dem anderen. Ich brauche erstmal das Einverständnis von der Kinderheimleitung. Naja, aber. Die wären ganz schön doof, wenn die sich so eine Chance entgehen lassen würden. So leicht kommen die nie wieder an Arbeit heran. Ja, aber wir brauchen jetzt auch erstmal die Druckkosten dafür. Luise, Sponsoren. Das ist doch ein gefundenes Fressen für diese Charity-Menschen. Können Sie Landsteins fragen? Ja, oder die Schneider. Mich kannst du auch schon mal als Paten vormehren. Das würdest du tun? Ja, sicher. Also, ich muss ja beweisen, was ich als Abenteurer so alles auf dem Kasten habe hier, ne? Ja, und dann werde ich mal so ein Fußballturnier auf die Beine stellen. Danke. Wir haben nichts gemacht. Doch. Du hast dafür gesorgt, dass ich aufgehört habe, bei Eduard nachzugrübeln und etwas Sinnvolles mache. Oh, sorry, ist geschlossen. Aber nicht für mich. Oh, Sie kommen von den Village Events. Sind Sie ein bisschen früh? Ich soll schon mal die Lage checken. Kannst übrigens du zu mir sagen. Ja, hi, Rebecca. Lenny, freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ja, Olli, der Chef, der ist noch nicht da. Das macht doch nichts. Besonders stylisch ist es ja nicht hier, ne? Aber ich schätze, ein paar Umbauten kriegen wir das schon hin. Also, eigentlich haben wir schon umdekoriert. Das ist ein Scherz. Nein, aber wenn noch was verändert werden muss, ist ja kein Problem. Ja, also wenn du mich fragst, ja, das Einzige, was hier nicht verändert werden muss, das bist du. Dieser Grabungsbericht macht mich fertig. Jede einzelne Scherbe muss katalogisiert werden. Hannes gesehen? Nein, hier ist er nicht. Nein, Südamerika liegt nicht in Australien, Hannes.
Papa, ich weiß, wo Papagonien liegt. Das heißt Patagonien. Auf dem Globus. Ah. Na, offensichtlich fühlt sich auch dein Onkel Ludwig in unserer Bibliothek schon wie zu Hause. Was hat er denn? Macht er nichts draus. Du willst lesen? Ja. Dann störe ich dich nicht. Dann schon mal mit einem Drink oder irgendwas. Ja, gleich. Ich muss erst mal die Leiter wegräumen. Da habe ich mal eine bessere Idee. Was soll das? Oh, mach dich locker. Lass mich los. Wieso denn? Lass mich los! Du brauchst dich doch nicht schämen. Hier ist doch keiner. Silas, geh weg! Hey, hast du nicht gehört? Finger weg! Krieg dich ab. Ich glaube nicht, dass die Kleine ein Problem mit mir hat. Davon träumst du. Vorsicht, ja? Weißt du überhaupt, mit wem du dich hier anlegst? Mit einem notgeilen Krabbscher, der eine Anzeige kriegt, wenn er sich nicht gleich verpisst. Pass bloß auf. Hey, alles okay? Mhm. Wer war denn dieser aufgeblasene Blödmann? Das ist denn von Mahnbach. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Tausend Dank. Oh Mann, warum ziehe ich eigentlich immer nur die Vollidioten an? Weißt du eigentlich, wo Andi hin ist? Ist er weg? Wasser? Ja. Was? Die aktuellen Quartalszahlen werden am kommenden Montag erwartet. Gerade erreicht uns eine Warnung der Polizei. Freiherr von Tepp ist auf der Flucht. Der Flüchtige gilt als gefährlich. Er wurde vor kurzem zu 13 Jahren Haft verurteilt. Unter anderem wegen mehrfach versuchten Mordes. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.